vergessen. 16. Was war dein Lieblingsfass? Fass, genau. Ich habe schon das nächste gelesen, Hass. Was war dein Lieblingsfach und Hassfach in der Schule? Mein Lieblingsfach war Philosophie und Hassfach Englisch, Chemie und Musik. Bei Musik fand ich halt schrecklich, dass das nur so vom Verstand angegangen wurde, total analytisch und so. Was für mich, Musik ist für mich aber eher was aus dem Gefühl entsteht und sowas. Und damit kam ich überhaupt nicht klar, hat mir auch gar keinen Spaß gemacht. Kunst mochte ich auch nicht besonders, weil ich zu grobmotorisch war und viel eben aus Basteln und präzises Schneiden und sowas bestand. Und da hatte ich gar keine Geduld für einfach. Und es gab auch gar keine genauen Vorgaben und dann wusste ich nie, was ich machen sollte. Weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach zu unkreativ. Beziehungsweise ich habe wahrscheinlich nicht verstanden, dass man kreativ sein sollte. Weil ich einfach so mein ganzes Leben gewohnt war, Anweisungen anzunehmen und die dann auszuführen. Und dann wusste ich da nicht, was ich machen sollte und ich habe nicht verstanden, dass man auf einmal doch frei sein darf, sozusagen. Weil ich das ganze Leben immer genau anders wahrgenommen habe und dass einem immer alles gesagt wird, was man zu tun hat. Und da konnte ich es einfach gar nicht glauben. Das ging mir bis zur 10. Klasse so. Und dann konnte ich das auch irgendwie nicht. Beziehungsweise man hat mich wahrscheinlich auch gar nicht getraut einfach. Obwohl ich mich eigentlich schon als sehr kreativ wahrnehme, aber zu faul bin, regelmäßig kreativ zu sein. Ja. 17. Hast du dich in AGs engagiert oder nicht? Also ich wusste gar nicht, wo man einsieht, welche AGs existieren. Und ich wusste auch bis zur 10. Klasse also nicht, dass es sowas wie AGs gibt. Und am Ende der 13. habe ich dann erfahren, dass es eine Psychologie-AG gab. Und dann habe ich mich extrem geärgert, weil Psychologie halt so mein absolutes Ding ist. Und ich habe auch noch nie von jemandem da gehört gehabt, wie die darüber gesprochen haben, über diese AG. Nur über so eine Fußball-AG und eine Spanisch-AG. Spanisch glaube ich. Darüber hat man auch viel geredet. Habe ich mich wirklich extrem geärgert. Hast du jemals die Schule geschwänzt? Ja, die Hälfte der 12. Klasse zum Beispiel. Das war mir einfach irgendwann emotional alles zu viel. Und weil ich mich halt auch nie aufraffen konnte für Hausaufgaben und Lernen, dann immer eins auf den Deckel gekriegt hat oder die ganze Zeit immer bangen muss, dass man drangenommen wird, sich im Unterricht nie einbringen konnte, weil es alles so langweilig für mich war. Und das habe ich irgendwie irgendwann nicht mehr hingekriegt. Bist du hier aus dem Unterricht geflogen? Vor dem Unterricht, also nicht wirklich, aber ich hatte eine Freistunde und wollte dann in einem Parallelkurs unserer Stufe mitmachen und ja, das durfte ich dann halt nicht und bin wieder rausgeflogen, obwohl andere das bei dem Lehrer meistens durften. Keine Ahnung warum. Warst du in einer Clique? Nee, sowas war mir irgendwie total zuwider. So klicken, weil ich diesen Gruppenzwang gehasst habe und sowas, habe ich mich immer von fern gehalten, geguckt, dass ich nie in eine komme. Und später hatte ich dann halt mehrere Freunde, die zwar auch untereinander befreundet waren, aber wir hatten halt nie so eine Gruppenstruktur. Wenn dann eine sehr oberflächige nur. Wie viele Strafarbeiten musstest du machen und wenn ja, warum? Also Strafarbeiten gab es bei uns selten. Und ich weiß nicht, ob ich mal eine machen musste. Und wenn ich mal eine machen musste, eigentlich muss man dann eine andere Vergangenheitsform wählen, egal. Dann, weil ich zu unaufmerksam war, weil ich und mein Nachbar dann so interessantes Thema hatten, dass ich einfach nicht aufhören konnte. Das ging einfach nicht. Also es muss ja schon extrem interessant sein. Zum Beispiel haben wir, glaube ich, über Gothic 2 früher geredet, über das Spiel. Was mich mega auch fasziniert hat. Das war auch so ein Spiel, da habe ich so mega lang drauf gewartet. Also als ich angefangen habe mit so richtig Game mit 12 Jahren,
Da kannte ich dann auch sowas wie Rollenspiele, aber die fand ich alle nicht so richtig. Ich hatte so eine eigene Fantasie und Vorstellung davon, wie das aussehen müsste, so eine richtig freie Welt. So ein Charakter, der sich dann auch halt immer weiterentwickelt, auch in dieser 3D-Ansicht und nicht von oben an sich wie Diablo 2 früher. Und dann kam Gothic 2 raus auf 6 CDs. Und da war ich so mega von begeistert von, bin es immer noch. Also es ist bis heute nicht abgeflaut. Was war überhaupt die Frage? Strafarbeiten. Ja, ich bin wieder abgeschweift. 22. Was hat dich in der Grundschule oder Schule motiviert, um im Unterricht aufzupassen und zu lernen? Ich muss mal kurz hier. Ich muss die ganze Zeit die Fenster hier rumschieben. Moment, das war jetzt Frage 22. In der Grundschule hat mich der schiere Wissensdurst motiviert und gute Noten zu bekommen für eigenes Selbstbewusstsein und auch um einfach besser zu sein als andere. Das hat mich da wirklich motiviert. Und auf dem Gymnasium eigentlich nur die Angst, schlechte Noten zu kriegen. Mir war es egal, ob ich gute Noten kriege, ich wollte nur keine schlechten haben. Oder als sehr negativ vom Lehrer wahrgenommen zu werden. Und dadurch dann wiederum schlechte Noten zu kriegen. Und es war wirklich sehr, 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 sehr selten, dass mich mal was interessiert hätte. Und das waren Dinge, wo alle anderen dann angefangen haben abzuschalten. Und da fing es erst an, dass ich mich mal dafür melde. Und mich zu reizen, allgemein. Aber das wurde dann natürlich nie vertieft oder so, sondern nur so angeschnitten. Sowas wie spezielle Relativitätstheorie, worüber ich dann aber auch eine Facharbeit geschrieben habe. Und das hat mir sogar der Physiklehrer vorgeschlagen, was ich sehr gut fand, weil er genau ins Schwarze getroffen hat, was mein Interesse entspricht. Und ich habe dann auch noch die allgemeine Relativitätstheorie mitgenommen, die eigentlich noch schwieriger ist. Und ich glaube, im vierten oder sechsten Semester im Physikstudium behandelt wird, da hatte ich dann auch eine A1. Und das ging halt immer so, zum Beispiel ein Buch in Deutsch, das Einzige, was mich interessiert hat, die Irrungen und Wirrungen des Zwickmühlen-Turles, was halt sehr psychologisch war, da hatte ich dann auch eine 1. Und ich hatte das wirklich nur in so Themen, die mich wirklich interessiert haben, das hatte ich eigentlich immer eine 4 oder eine 5. Manchmal eine 3. Und eine Philosophie hatte ich halt immer eine 2, aber da hat auch niemand eine 1 gekriegt. Seit Jahren. Was war die Frage? Ach so, was einen motiviert hat. Also mich hat wirklich nur die Angst motiviert, schlechte Noten zu kriegen. Ansonsten war ich eigentlich nie motiviert, weil ich das alles irgendwie viel zu langweilig fand und nicht so einen Sinn drin gesehen habe. 23. Hattest du mal einen Spickzettel? Einmal und auch nur deswegen, weil wirklich alle einen hatten. Wir wussten nämlich, was für ein Text in Latein vorkommt zum Übersetzen. Und dann wollte ich nicht der Einzige sein, der da rausfällt mit einer 4. Was aber eigentlich ziemlich dumm war. Weil dann habe ich mir danach überlegt, dass es besser wäre, wenn ich nicht damit mache. Wenn ich dann auch plötzlich eine 1 oder 2 habe, ist klar, dass ich dann auch gespickt habe und ich wollte halt nicht so negativ auffallen. Ich fand das sowieso dumm von den Leuten, wie die alle spicken und dann eine 1 und 2 kriegen, als ob das nicht auffallen würde. Wie dumm kann man sein? Deswegen habe ich dann extra Fehler noch eingebaut und hat dann trotzdem wieder eine 4. 24. Was war dein peinlichstes Erlebnis in der Schulzeit? Das weiß ich nicht, aber es gab bestimmt einige, aber jetzt nicht besonders krasse. 25. Hast du in der Schulkantine gegessen oder bist du jemand, der sein Essen mitgenommen oder gekauft hat? Ja, von wegen Schulkantine. Hätte mich gefreut, wenn es sowas gegeben hätte. Ich war auch viel zu faul, mir morgens Brote zu schmieren. Ich bin aufgestanden, habe mir kurz das Gesicht und Hände gewaschen, Hose an, T-Shirt an. Tornister mitnehmen und dann mit dem Fahrrad zum Bus fahren und hoffen, dass er nicht schon weg ist. Mehr habe ich nicht gemacht morgens. Und dann habe ich mir immer beim Hausmeister sinnlose Süßigkeiten gekauft oder fettige Käsebrötchen. Und mehr gab es auch nicht. Und dann habe ich halt, also meistens habe ich dann erst zu Hause, wenn ich um 15 Uhr zu Hause war, erst gegessen. Was nicht so gesund ist. 26. Hast du im Sport jemals eine Sieger- oder Ehrenurkunde bekommen? Eigentlich immer,
obwohl ich in der Schule alles andere als sportlich war. Ich war eher dicklich und einer der letzten beim 1000-Meter-Lauf, den ich nicht nur wie die Pest gehasst habe, ich hatte wirklich richtig Schiss davor. So richtig Schiss. Ich konnte teilweise eine Woche lang nicht richtig schlafen, weil ich wusste, dass das anstrengendste Scheiß in meinem Leben damals auf mich zukam. Und ich konnte halt nicht anders, als mich maximal anstrengen. Ich dachte, das wird erwartet und das muss so sein. Beim Sport habe ich immer gedacht, und denke ich auch heute immer noch, es kommt darauf an, maximal alles zu geben. Besonders bei so einem 1000-Meter-Lauf, weil bringt ja nichts, wenn man nicht alles gibt, dann, ich weiß nicht, das geht nicht in meinen Kopf rein. Schon damals halt nicht. Und dann hatte ich auch immer die ganze Zeit Blutgeschmack und sowas und richtig abgefuckt einfach. Und ich wollte wahrscheinlich auch nicht letzter werden, weil ich eh schon vorletzter war. Und ja, hat mich richtig abgefuckt. Aber dafür war ich dann halt ein guter Sprinter. Bin ich auch immer noch, obwohl ich das nicht trainiere. Kann ich noch stehen? Ich hatte eigentlich schon immer einen starken sportlichen Ehrgeiz, den ich aber damals nie regelmäßig rüberbringen konnte, also ausführen konnte. Ich wurde nur mal in Sportarten hingeschickt, die ich auch wiederum langweilig fand, sowas wie Judo, Kempo, Fußball. Das fand ich alles total langweilig und ich wollte immer boxen. Aber ich durfte halt nicht boxen, weil macht ja die Birne weich. Was auch teilweise stimmen kann, ich weiß es nicht. 27. Was war der stressigste Moment für dich in deiner Schulzeit? Eigentlich jeder einzelne Tag. Also ich hatte nie Hausaufgaben, wie gesagt, oder habe immer in jeder einzelnen Stunde gebangt und dann immer diese Vorwürfe, die man bekommen hat. Und ich halt auch oft nicht zuhören konnte, weil ich einfach keinen Sinn drin gesehen habe in dem meisten Stoff. Und mich das einfach gar nicht interessiert hat. Und ich fand wirklich nichts langweiliger und sinnloser als dies. Naja, das dazu. Hast du schon mal Hausaufgaben abgeschrieben? Das war die einzige Rettung, sage ich mal so. 29, warst du der Klassenclown, der Beliebte, der Nerd oder der Stille? Also erst war ich der Hyperaktive, dann die meiste Zeit der Stille und in der Oberstufe dann der Nerd. Ich wurde von der Stufe im Abi-Buch zum zweitgrößten Nerd der Stufe gewählt. Und ich finde es eigentlich ganz geil. Wusste aber gar nicht, dass ich so wahrgenommen werde. Aber wenn ich was erzählte, dann wohl immer über Dinge, wo ich mich total reingenördet habe. Und ich war fasziniert von Computern, aber auch von zum Beispiel Magic the Gathering, ein Sammelkartenspiel. Und ich war auf jeden Fall die Person, die am krassesten anders war als die meisten. Ich würde sogar behaupten, von der ganzen Schule. Deshalb wurde ich auch wohl zum Nerd gewählt, einfach aus dem Grund, weil ich so krass anders war. Der erste Platz war einfach einer, der so ein richtiges naturwissenschaftliches, beziehungsweise so ein Mathe-Nerd war und auch so aussah. 30. Wurdest du schon mal gehänselt wegen Marktklamotten? Nee, deswegen nicht. 31. Was war der schlimmste Fashion-Fail, den du oder andere in der Schule getragen hattet? Also ich habe schon immer schwarz getragen, seit ich 11 bin. Und ein Lehrer meinte irgendwann mal, ich sollte doch mal was ganz anderes versuchen, klamottentechnisch. Ich würde dann angeblich besser klarkommen. Ich wusste natürlich, dass das nicht so sein wird und wollte mich selbst aber davon überzeugen. Und naja, die Klamotten haben mir dann im Endeffekt nach ein paar Tagen dann auch überhaupt nicht gefallen und fühlte mich mega unwohl und nicht als mich selber da drin. Was war deine schlechteste Note in der Schule? Ja, natürlich die 6. Würde es eine 7 geben, hätte ich die 7 bekommen. 33. Was hast du an der Schule nie gemocht? Das Konzept. Aber darüber gibt es irgendwann noch ein extra Video. 34. Aus heutiger Sicht, welches Fach oder welche Fähigkeiten hatten dir in deiner Schulzeit für dein Leben vermittelt werden sollen? Sozialkompetenz finde ich wichtig. Naturkunde.
die persönliche Entwicklung, also nicht nur die Wissensbildung, sondern auch die Bildung des Charakters und der Persönlichkeit, finde ich extrem wichtig. Das finde ich sogar noch wichtiger. Das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Dann freie Kreativität und nicht so angelernte Kunst und angelernte Musik, das mag ich auch überhaupt nicht. Das hätte ich auch gerne gelernt, sowas. Die letzte Frage: Hat man dir in deiner Schulzeit bei deiner zukünftigen Berufswahl geholfen? Nein, eigentlich nicht. Also man hat versucht zu helfen, natürlich. So ein bisschen zumindest. Schule sollte meiner Meinung nach sowieso nicht als reines Heranführen an einen Beruf gesehen werden, sondern Kinder und Jugendliche sollten allgemein fürs Leben gebildet werden, und das impliziert natürlich auch den Charakter und die Persönlichkeit zu bilden und Sozialkompetenz besonders auszubilden, weil mit Menschen umzugehen ist viel wichtiger später als, finde ich, mit Maschinen umzugehen oder mit Computern umzugehen oder mit theoretischen Auseinandersetzungen klarzukommen, um irgendwie Geld reinzukriegen. Was aber auch irgendwo wichtig ist. Aber es sollte meiner Meinung nach nicht vorgefertigtes, für gut befundenes Wissen eingetrichtert versucht werden. man sollte das nicht versuchen einzutrichtern, halt so. Ja, das war der ganze Tag. Viel über Schule und Kindheit irgendwie. Hat jetzt nicht so ein komplettes Konzept, einfach dass es 35 Fragen sind. Deswegen heißt der Tag so. Habe ich auch, glaube ich, gesagt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.